Der FC Bayern ist mit reichlich Verspätung in Shanghai angekommen, nachdem man am Flughafen von Peking 3,5 Stunden im Flieger warten musste, bis die Abfluggenehmigung erteilt wurde. Naja, China ist ein großes Land und manchmal etwas anders, aber dann hat alles geklappt und hier in Shanghai sind die Augen auch der Spieler natürlich groß. In dieser Metropole, 25 Millionen Einwohner mit vielen Hotspots, Chinas Tor zur Welt, selbst für den erfahrenen und weitgereisten Pep Guardiola noch etwas Neues. Guten Abend, es ist der erste Tag in unserem Leben, in meinem Leben, dass ich hier bin. Wir sind 2 Tage. Natürlich der Grund, wir sind hier, unsere Vorbereitung, unser Freundschaftsspiel gegen Inter Mailand. Aber natürlich, wir würden gerne etwas sehen und etwas machen. Also die nächste Aufgabe heißt Inter Mailand, nachdem der erste Test schon richtig gut aussah, das 4:1 gegen den FC Valencia. Kapitän Philipp Lahm ist mit dem Stand der Vorbereitung durchaus zufrieden gewesen und mit dem neuen auch, Douglas Costa. Ja, er bringt natürlich diese Elemente mit, die wir brauchen, die uns vielleicht auch letzte Saison so ein bisschen gefehlt haben. Vor allem dann in der entscheidenden Phase, als bestimmte Spieler dann ausgefallen sind. Er hat eben das 1-gegen-1, er hat die Leichtfüßigkeit, auch das Tempo einfach auch über außen. Und das tut uns sehr, sehr gut und kann uns sicher weiterhelfen in dieser Saison. Und beim ersten Training im Stadion von Shanghai war Douglas Costa auch gleich wieder dabei, nachdem er ja im Spiel gegen Valencia wegen einer leichten Blessur ausgewechselt worden ist. Ebenfalls mit auf dem Platz Manuel Neuer, Jerome Boateng und Mario Götze, die zuletzt auch pausierten. Und natürlich Thomas Müller. Und der bringt es mal wieder auf den Punkt, warum er hier in China so beliebt ist. Die Optiker, vielleicht stehen sie auf große Nasen. Ha ha ha.